Die Propaganda über die Klimakrise hat nicht viel gebracht, also fangen sie an, uns zu terrorisieren. Damals bei den Russen und den Franzosen war das eine sehr blutige Angelegenheit. Heute braucht sich niemand mehr die Hände schmutzig zu machen. Ein bisschen Propaganda, ein bisschen Angstmache und schon ist das Volk gefügig. Aus der jetzt stillgelegten Weltwirtschaft soll eine neue, bessere Wirtschaftsform entstehen. Build back better. Das Gefährliche ist, dass viele Menschen sich berufen fühlen, die gute Sache zu vertreten, also da mitzumachen und dabei keinerlei Unrechtsbewusstsein haben. Damit spielen sie denen, die uns entmündigen wollen, in die Hände. Wer sich berufen fühlt, für die gute Sache kriminelle Handlungen vorzunehmen, macht sich keine Gedanken darüber, ob sein Tun in Ordnung ist. Ich musste das tun. Das war mein Job. Kommt uns dieser Satz nicht irgendwie bekannt vor? Hatten wir das nicht alles schon mal? Wer keine Maske trägt in der Öffentlichkeit, wird beschimpft und gejagt. Wer sich als Ordnungshüter über die Vorgaben hinwegsetzt, verliert seinen Job. Die Menschen werden überwacht durch andere Menschen, durch Roboter, durch Drohnen. Jeder kann lernen, eine Drohne zu steuern. Dann kann er von seinem Wohnzimmer aus Morde begehen. Es gab mal eine Zeit, da siegte der Stärkere. Heute siegt der, der eine Drohne steuert oder der in einem speziellen Anzug unterwegs ist, der ihn so stark macht, dass er unbesiegbar ist. Wer sich das bildlich vorstellen möchte, kann sich von Plankton bei der Serie SpongeBob Schwammkopf mal auf die Sprünge helfen lassen. Der hat nämlich genau das verkörpert. Ein Winzling mit Allmachtsgelüsten. Als mein Sohn klein war, hat er sich das immer angesehen. Und da gab es damals schon Leute, die daran gedacht haben, was wäre, wenn. Gut, in dem Fall ist es für Kinder, es ist lustig. Aber in unserem Fall ist es eben nicht mehr lustig. Die bösartigsten Momente von Plankton verlinke ich euch. Sind wir schon im Schreckensszenario aus dem Film 1984 angekommen? Oder wie lange dauert es noch? Was muss man haben oder können, um der globalen Verteidigungstruppe der Elite anzugehören? Körperliche Voraussetzungen gibt es keine. Jeder Schwächling kann eine Drohne steuern. Ein bisschen Menschenhass und Sadismus könnte hilfreich sein. Ebenso ein fehlgeleitetes Sozialverhalten. Das ist der Geist der Zeit. Transhumanismus, Kommunikation mit Hilfe von Überwachungsapparaten. Microsoft zeigt uns schon seit Jahren, wie es geht und wie wenig man dagegen tun kann. Wir sollen keine elektronischen Geräte benutzen, sondern zu militärisch nutzbaren elektronischer Hardware werden. Also wir sollen die Geräte nicht benutzen, sondern wir werden diese Geräte sein. Viele Menschen bewundern diesen Trend, aber wo führt das hin? Und ab wo verlieren wir die Kontrolle? Es geht nicht um intellektuellen Wettbewerb oder körperliches Kräftemessen. Es ist eine spirituelle Schlacht. Unsere Ansichten führen dazu, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Viele Religionen glauben an den Retter, der die Welt in die immerwährende Glückseligkeit führt. Und vielleicht heißt diese Person Bill Gates. Viele werden langsam wach, aber es sind zu wenige, als dass sie etwas gegen diese Strömung ausrichten könnten. Die Gehirnwäsche funktioniert und die große Masse ist immer noch der Meinung, dass das, was da passiert, gut für sie ist. Was kann man tun? Für den Notfall vorsorgen, zum Beispiel im Fall von Überschwemmungen, Feuer, Wirbelstürme, Erdbeben, von Medien ausgelöste zivile Unruhen und so weiter. Man kann Nahrung auf lokaler Ebene anbauen und kaufen. Wir brauchen ein funktionierendes Gemeinschaftsgefüge, das sich nicht von Propaganda und Endzeitangstmache verunsichern lässt. Wir müssen uns wieder mehr aufeinander verlassen können. Nachbarschaftshilfe nennt sich das. Ein Umzug von der Stadt aufs Land könnte der richtige Schritt sein. Selbstversorgung dort, wo es möglich ist.
Bei der allgegenwärtigen Angstmache geht es immer darum, dass wir sterben könnten und dass uns das erspart bleiben kann, wenn wir dies oder das tun. Hört auf die Wirtschaft, dann sterbt ihr vielleicht nicht. Werdet arm und lebt genügsam, dann wird das Klima sich vielleicht nicht verändern. Opfert die Jungfrau am Vulkan, dann wird euer Boden fruchtbar. Angstmache ist eine exzellente Waffe. Sie lähmt die Menschen und anstatt sich auf ihren gesunden Menschenverstand zu verlassen, glauben sie denen, die sagen, wir wissen es besser und rennen in ihr Verderben. Wir werden alle sterben, daran gibt es keinen Zweifel. Aber solange wir leben, haben wir die Wahl, wie wir unser Leben gestalten wollen. Bill Gates ist nicht der Überbringer der guten Nachricht oder der Wahrheit. Und auch eine Waffe oder andere Druckmittel machen ihn nicht überzeugender. Ein Zitat des heiligen Paisios ist, wenn ich nicht wüsste, dass letztendlich alles in Gottes Hand liegt, dann würde diese Welt mich in den Wahnsinn treiben. Und so komme ich mir manchmal auch schon vor. Wir alle sind zu ganz furchtbaren Dingen fähig und es ist gut, dass die meisten von uns keine Gelegenheit haben, das auszuprobieren. Wir müssen verantwortlich leben, auf uns selbst aufpassen und Rücksicht auf unsere Mitmenschen nehmen. Gewaltsame Aktionen führen nie zu einem friedlichen Ende und zu keiner besseren Welt. Gewalt produziert Gegengewalt. Trauma und Terror produzieren Trauma und Terror. Selbstverteidigung ist manchmal nötig, aber sie muss nicht gewaltsam stattfinden. Wir müssen wieder lernen zu handeln und zu verhandeln und wir müssen vor allem mehr Verantwortung übernehmen für uns und andere. Wir müssen lernen, unsere Familien effizienter zu versorgen und Dinge zu reparieren zum Beispiel. Die Wegwerfgesellschaft geht nicht in die richtige Richtung. Wir müssen uns um unsere Angehörigen kümmern, Kranke pflegen, Wunden versorgen. Aber was machen wir? Kranke, Alte werden abgeschoben ins Heim. Soll sich jemand anders drum kümmern? Wer eine eigene kleine Landwirtschaft betreiben kann und seien es nur ein paar Nutzpflanzen auf dem Balkon oder Hühner und Hasen im Garten, der sollte das tun, weil das unabhängig macht. Heute wird alles nach außen verlagert und das macht verwundbar. In manchen Ländern gibt es gar keine Altenheime. Das Miteinander und das Zusammenleben ist anders als bei uns. Menschlichkeit geht vor Bequemlichkeit. Ein großer Teil der fortschrittlichen Welt ist heute viel zu sehr mit Selbstdarstellung und Selfies beschäftigt. Man ist sich selbst der Nächste und Geiz ist geil. Man haut andere übers Ohr und freut sich, wenn man nicht erwischt wird. Man sitzt vor seinem Computer oder kommuniziert über sein Handy. Man ist anonym und attackiert Fremde zu Themen, von denen man keine Ahnung hat, weil man glaubt, anderer Meinung sein zu müssen oder weil einem die Nase nicht gefällt. Und das passiert manchmal auf eine Art und Weise, für die man bei einem persönlichen Zusammentreffen eine Anzeige bekäme. Jeder hat Talente und Fähigkeiten und bei jedem sind diese anders. Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann nutzen sie uns allen. Wir müssen uns aus unseren kleinen Gefängnissen befreien und auf andere zugehen. Wir können der Welt keine Veränderung verordnen, wenn wir nicht gewillt sind, bei uns selbst anzufangen. Veränderung kommt von innen. Es sieht nicht gut aus und bei allem, was wir zu unternehmen versuchen, können wir verlieren. Aber wenn wir nichts unternehmen, dann haben wir von Anfang an verloren. Die Rettung kommt nicht von Bill Gates und auch nicht durch einen riesigen Aufstand der Unterschichten, die dazu führt, dass wir die Elite und die Reichen umbringen. Gewalt erzeugt immer Gewalt und Zerstörung. Wer hungert und leidet, ist eher gewillt, etwas zu unternehmen. Aber den meisten von uns geht es zu gut. Wir sind wohlgenährt und gut versorgt. Wir sitzen in warmen Wohnungen und haben alles, was wir brauchen. Wir haben unsere Computer, unsere Handys, Netflix, Kartoffelchips und unsere Popkultur.
Ja, und wo soll da die Motivation herkommen, etwas zu unternehmen? Schwere Zeiten machen gute Menschen, gute Zeiten produzieren schwache Menschen und schwache Menschen produzieren schwierige Zeiten. Ein Teufelskreis. Wir brauchen Vorbilder, aber keinen Bill Gates. Gier und Neid sind schlechte Berater. Und was uns im Fernsehen als bestrebenswert vorgegaukelt wird, ist für die meisten unrealistisch und unerreichbar. Es hat immer Menschen gegeben, die durch gute Taten aufgefallen sind. Und auch wenn man in den Medien selten etwas darüber liest oder hört, sind sie jede Anstrengung und jede Aufmerksamkeit wert. Aber gute Taten um der Berühmtheit willen verfehlen ihr Ziel. Was kann jeder Einzelne also im Kleinen verändern? Anstatt die Welt retten zu wollen, könnte man zum Beispiel damit anfangen, dafür zu sorgen, dass es der eigenen Familie besser geht und aus den Kindern verantwortungsvolle Menschen werden. Jeder muss bei sich selbst anfangen und aufhören, sich mit denen zu identifizieren, die nichts Gutes im Schilde führen oder es ihnen gar nachmachen wollen. Ist es wirklich genug, wenn die Freunde, Nachbarn und Kollegen eine gute Meinung von uns haben, weil wir gut aussehen und tun, was ihnen gefällt? Oder macht uns das zu Marionetten? Wie viele sind getrieben von dem, was andere über sie denken? Das ist ein selbst erschaffenes Gefängnis, aus dem wir uns befreien sollten. Lebt ihr schon oder funktioniert ihr noch? Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein, sagt man. Aber ich glaube nicht, dass eine extreme Anhäufung von Macht und Gütern zielführend ist. Und die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass auch Weltmächte irgendwann zugrunde gehen. Unternehmen wie Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Exxon und Walmart kommen immer irgendwann an den Punkt, an dem sie sich nicht mehr neu erfinden können, weil sie zu groß geworden sind und als dass man sie noch effizient managen könnte. Profit und Gier scheinen nicht die Hauptmotivation der Leute zu sein, die die Erde entvölkern wollen. Es sind von kranken Gehirnen angetriebene Machtgelüste. Es geht um unser Well-being, um unser Wohlbefinden, das von Computeralgorithmen gesteuert wird. Dopamin- und Serotoninwerte werden kontrolliert und alles wird rationiert. Ziel ist der glückliche, anspruchslose und hirnlose Mensch, der nicht denkende Mensch. Wir müssen uns mit unserem Portemonnaie eine Meinung bilden. Wir müssen für die Dinge Geld ausgeben, die zielführend sind. Wir brauchen organisierten Widerstand gegen den großen Umbruch und die Strömung in Richtung, dir gehört nichts, du hast keine Privatsphäre, aus der die Mächtigen und das Weltwirtschaftsforum keinen Hehl machen, muss beginnen. Bei Forbes, werde ich verlinken, kann man den Originaltitel noch in seiner unveränderten Form finden. Welcome to 2030. I own nothing, I have no privacy and life has never been better. Herzlich willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nicht, ich habe kein Privatleben und das Leben war nie besser. Bei Forbes steht dieser Titel noch so. Auf allen anderen Medien ist er inzwischen geändert worden. Das war ein bisschen zu offensichtlich wahrscheinlich. Kleine Betriebe und Produzenten brauchen unsere Unterstützung, vor allem die Landwirte. Mit Beyond Burgern und Erbsenprotein kann man die Weltbevölkerung nicht ernähren und gesund ist es auch nicht. Stalin sagte einmal, deinen Gegner bekämpfst du am besten, wenn du ihn führst. Zu den kriminellen Strömungen und gegen den von oben und gegen die von oben oktroyierten Dinge, gegen die wir vorgehen müssen, gehören auch nutzlose, aber sehr gewinnbringende PCR-Tests, die mehr falsche als richtige Ergebnisse liefern.
Es gibt genug Leute, die vorab über das informiert waren, was im Rahmen von Covid auf uns zukam und rechtzeitig vor den Einschränkungen entsprechende Vorkehrungen treffen konnten, um Verluste zu vermeiden. Das ist wie die Insider an der Börse, ne? Solche Menschen sind nicht unsere Freunde und sie wollen uns auch nichts Gutes. Aber wir müssen uns auch vor dem Gegenteil eines organisierten Systems hüten. Wenn die Menschen zersplittert und ängstlich sind und in unbedachten Aktionismus verfallen, dann bringt uns das auch nicht weiter. Die Rechten und Linken sollten aufhören, sich zu bekriegen und gemeinsam gegen das kämpfen, was uns allen zum Verhängnis werden kann, nämlich der Reset, der Umbruch. PCR-Betrug, erzwungene medizinische Behandlungen, medizinische Konzentrationslager. Das ist alles verfassungswidrig und unsere Regierungsmitglieder, die eigentlich unsere Interessen vertreten sollten, sind gegen Korruption leider auch nicht immun. Diese Probleme kann man nicht wegmeditieren, sondern wir müssen auf legale Art und Weise dagegen vorgehen. Covid war der perfekte Helfer für die Leute, die nichts Gutes im Schilde führen, weil es die Bevölkerung verunsichert und vielen die Lebensgrundlage entzogen hat. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen und wenn das verloren geht, ist man schnell geneigt, sich irgendwelchen selbsternannten Heilsbringern und Gurus zu unterwerfen in der Hoffnung, dass sie es schon besser machen werden. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass es immer auch noch schlechter werden kann. Wer die oben genannten und verlinkten Bücher lesen möchte, sollte sie ausleihen oder sie gebraucht kaufen. Die Autoren haben jetzt schon mehr als genug Geld und es gibt keinen Grund, ihren Unsinn zu unterstützen. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag und eine gute Woche. Tschüss und bis bald.